Yo Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hand. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe mir mal die Kommentare so durchgelesen. Ab und zu habe ich gelesen, dass ich mal einen Moonball testen soll. Den habe ich bestellt. Gibt es bei Amazon. Kostet 10 Euro. Link dazu ist in der Beschreibung, falls es euch interessiert. Und bestimmt wird sich der eine oder andere jetzt fragen, was ist eigentlich ein Moonball? Ein Moonball ist halt dieses Teil. Der heißt bestimmt Moonball, weil der aussieht wie ein Planet. Also das ist so ein ganz normaler Gummiball und da hatte ich hier so ein paar Krater, die schwarz sind. Und das Besondere an diesem Ball ist, laut Beschreibung soll der 20 bis 30 Meter hoch fliegen, wenn man den auf den Boden wirft. Das werden wir gleich mal testen. Auf jeden Fall ist das hier die richtige Location dafür. Aber bevor wir das gleich testen, gehen erstmal liebe Grüße raus und zwar an Tim Leder, Said Hasanovic und Basteln und Zeichnen. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und ansonsten, Freunde, wenn ich ab und zu mal so kleine Videos über solche Dinge drehen soll, die testen soll, lasst einen Daumen hoch da. Und jetzt würde ich mal sagen, testen wir das Ding, hauen das auf den Boden und schau mal, wie hoch das so fliegt. Beim ersten Test werde ich den jetzt mal ganz normal auf den Boden fallen lassen, ohne groß Schwung oder Kraft aufzuwenden. Ja, wie man sehen kann, kommt er ohne Kraft aufzuwenden nahezu an die gleiche Höhe, wo man den fallen gelassen hat. Also ist auf jeden Fall schon mal erstaunlich. Und jetzt würde ich mal sagen, es kommt kein Auto. Wir hauen jetzt mal voll drauf und gucken mal, wie hoch das Ding wirklich fliegen kann. Ja, Freunde, wie ihr sehen konntet, ich habe gerade ein bisschen Kraft aufgewendet nur und da fliegt er auch schon ordentlich hoch. Ansonsten, wenn man den voller Bulle draufhaut, fliegt er echt 10 bis 15 Meter, schätze ich, hoch. Schon verdammt hoch, aber so auf 20 bis 30 Meter, wie in der Beschreibung, kommt er nicht. Aber die Höhe, die er erreicht, die ist auch schon erstaunlich. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mich würde mal interessieren, wie das so im Vergleich zu einem Flummi aussieht. So ein Flummi habe ich eigentlich noch nie auf der Straße mit voller Wucht geworfen. Aber ich denke mal, so ein Flummi, der fliegt auch ziemlich weit. Okay. Der Ball macht auf jeden Fall Spaß. Was mich noch interessiert ist, wie er innen drin wohl aussieht. Deswegen würde ich mal sagen, fahren wir schnell nach Hause, schneiden ihn auf und schauen ihn uns von innen an. Wir sind wieder drin, Freunde. Also, wir werden den Ball gleich aufschneiden. Der ist auf jeden Fall schon aus Hartgummi oder so etwas. Ich würde mal sagen, ich schneide den jetzt hier mit dem Messer auf oder eher gesagt, ich versuche es. Aber ich denke, das sollte auf jeden Fall klappen. Oh, das funktioniert gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist schon ein ziemlich scharfes Messer, aber wie ihr sehen könnt, da muss ich schon ordentlich Druck aufbringen, um den durchzuschneiden. Aber wir ziehen das hier jetzt einfach mal durch. Ich beschleunige für euch das Ganze mal. So, gleich haben wir es geschafft und ich muss ganz ehrlich sagen, ohoho, das war schon eine schwere Geburt. Also, oh, ich habe das Gefühl, so innen drin ist er auf jeden Fall noch ein bisschen härter als von außen. So sieht das Ganze aus. Das erinnert mich schon so an einen Flummi, aber ein Flummi ist meiner Meinung nach noch etwas härter. Das hier ist ein bisschen weicher. Aber innen drin befindet sich nichts Besonderes, nur dieses Material hier. Also ich würde schon sagen, das ist so eine Art Flummi und ich glaube, der fliegt so hoch, weil er hier eben diese Krater hat. Sehr interessant auf jeden Fall. Okay, Freunde, falls ihr noch irgendeine Art von Spielzeug sehen wollt, die ich auch mal von innen anschauen kann, schreibt mir euren Vorschlag in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr euch hier noch weitere Videos anschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ihr wisst Bescheid, hier gibt's täglich Videos. Bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hand. Ciao.